haben Sie bei der Festsetzung des Parteiprogramms mitgewirkt. War bereits fertig und verkündet, als ich zum ersten Mal von der Bewegung hörte und als ich meinen Beitritt erklärte. Wie stellen Sie sich zu diesen Punkten des Parteiprogramms? Im Großen und Ganzen positiv. Es ist selbstverständlich, dass es kaum einen politischen Menschen geben wird, der bei einer politischen Partei sämtliche Punkte eines Programms einstimmig anerkennt oder zustimmt. Hatte die Partei außer diesen allgemein bekannten Punkten des Programms noch weitere geheim gehaltene Ziele? Nein. Sollten diese Ziele mit allen, auch mit ungesetzten Mitteln erreicht werden? Sollten selbstverständlich mit allen Mitteln erreicht werden. Der Begriff ungesetzlich ist hier vielleicht zu klären. Wenn ich eine Revolution anstrebe, so mag sie für den bestehenden Staat eine ungesetzliche Aktion sein. Gelingt sie mir, so ist sie Tatsache und damit legal und Gesetz geworden. Bis zum Jahr 1923, zu den Ereignissen des 9. November, stand ich und wir alle auf dem Standpunkt, auch unter Umständen revolutionär uns durchzusetzen. Nachdem dies missglückt war, hat der Führer nach Rückkehr aus der Festung bestimmt, dass in Zukunft legal auf dem Wege politischen Kampfes, so auch wie die anderen Parteien, vorgegangen wird und verbot jede Ungesetzlichkeit, um dadurch keine Behinderung in der Parteitätigkeit hervorzurufen. Wann und mit welchem Ziel wurde die SS geschaffen? Die SS wurde während meiner Abwesenheit im Ausland, ich glaube 26 oder 27, geschaffen. Ihr Zweck war, so viel ich damals mich erinnere, innerhalb der Bewegung zunächst einen besonderen Kern und Schutz für die Persönlichkeit oder die Person besser gesagt des Führers zu schaffen. Sie war zunächst außerordentlich klein. Haben Sie zu irgendeiner Zeit der SS angehört? Ich habe niemals und zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form weder aktiv noch passiv der SS angehört. Die Annahme, dass Sie SS-General gewesen seien, ist demnach unzutreffend? Ist absolut unzutreffend. Was verstanden Sie unter Herrenrasse? Ich persönlich verstand darunter gar nichts, denn in keiner meiner Reden, in keiner meiner Schriften werden Sie dieses Wort von mir finden. Ich stehe auf dem Standpunkt, entweder ist man Herr, dann braucht man es nicht zu betonen. Was verbanden Sie mit dem Begriff Lebensraum? Dieser Begriff ist ein sehr umstrittener. Ich habe volles Verständnis oder begreife es, wenn Mächte, die zusammen, nehmen nur die vier Signatarmächte, über 3/4 der Erdoberfläche ihr eigen nennen, diesen Begriff anders auslegen. Für uns, wo 144 Menschen auf einen Quadratkilometer kamen, bestand der Begriff Lebensraum darin, das richtige Verhältnis
der Bevölkerung, für seine Ernährung, sein Wachstum und seinen Lebensstandard zu finden. Ein Begriff, der immer wiederkehrt, ist der Begriff der Machtergreifung. Das Wort Machtergreifung möchte ich als ein Terminus technicus bezeichnen. Wir hätten genauso gut ein anderes Wort wählen können, aber dieses Wort drückt tatsächlich und de facto am klarsten aus, was geschehen ist. Das heißt, wir haben die Macht ergriffen. Wie stellten Sie sich zu dem Führerprinzip? Ich stand und stehe positiv und bewusst auf diesem Prinzip. Man darf hier nicht verwechseln, dass die politische Konstruktion in den verschiedenen Ländern auch verschieden gewachsen und entstanden ist. Was in dem einen Land ausgezeichnet passt, versagt im anderen vielleicht vollkommen. Deutschland hatte durch die langen Jahrhunderte der Monarchie schon immer ein Führerprinzip gehabt. Die Demokratie trat bei uns in einem Augenblick auf, als es Deutschland am schlechtesten ging und Deutschland auf dem Tiefpunkt stand. Ich habe gestern ausgeführt, welche politische Zerrissenheit in Deutschland herrschte. Die Zahl der Parteien, fortgesetzte Unruhe durch die Wahlen. Es hatte sich hierbei auch eine vollkommene Verschiebung der Begriffe von Autorität und Verantwortung ergeben. Und zwar im umgekehrten Sinne. Die Autorität ging von der Masse aus und die Verantwortung hatte die Führung oben statt umgekehrt. Und ich stand oder stehe auf dem Standpunkt, dass für Deutschland besonders in diesem Augenblick seines Tiefpunktes, wo es darauf ankam, alle Kräfte positiv zusammenzufassen, das Führerprinzip, das heißt Autorität von oben nach unten und Verantwortung von unten nach oben, die einzige Möglichkeit war. Ich sehe natürlich davon ab, dass auch hier ein Prinzip zu Überspitzungen führen kann, das in sich durchaus gesund ist. Ich darf in Parallele erwähnen, die Position vielleicht der katholischen Kirche beruht nach wie vor auf dem klaren Führerprinzip seiner Hierarchie. Und ich glaube auch, sagen zu können, dass auch Russland ohne dieses eiserne Führerprinzip der schweren Belastung, die es in diesem Kriege ausgesetzt war, nicht standgehalten hätte. Erfolgten die gestern von Ihnen geschilderten Maßnahmen zur Festigung Ihrer Macht in vollem Einverständnis mit dem Reichspräsidenten von Hindenburg? Solange der Reichspräsident am Leben war und damit in Aktion, erfolgten sie selbstverständlich in Übereinstimmung mit ihm und soweit verfassungsmäßig seine Zustimmung notwendig war, wie zu Paragraph 48, erfolgte auch seine Zustimmung. Ist die nationalsozialistische Regierung durch die fremden Mächte anerkannt? Unsere Regierung wurde vom ersten Tage ab anerkannt und blieb anerkannt bis zum Schluss, das heißt, soweit nicht feindliche Verwicklungen die diplomatischen Beziehungen mit einzelnen Staaten unterbrochen haben. Besuchten diplomatisch Vertreter des Auslandes ihre Parteitage in Nürnberg? Die diplomatische Vertretung wurde zu den Parteitagen als dem größten
Ereignis und der größten Demonstration der Bewegung eingeladen und sie erschienen auch vollzählig. Wenn auch nicht in jedem Jahr vollzählig, aber an ein erinnere ich mich ganz genau. Bis zu welchem Jahre? Bis zum letzten Parteitag 1938. In welchem Umfange ist nach der Machtübernahme Vermögen politischer Gegner beschlagnahmt worden? Es wurden Gesetze gemacht zur Beschlagnahmung staatsfeindlichen Vermögens. Das heißt, solcher Parteien, die wir als staatsfeindlich erklärten. Es wurde das Parteivermögen der kommunistischen Partei mit ihren angeschlossenen Verbänden, das Parteivermögen zum Teil der Sozialdemokratischen Partei beschlagnahmt. Aber nicht, das möchte ich ausdrücklich betonen, das Privatvermögen der Mitglieder oder auch nur Führer dieser Parteien. Im Gegenteil, wurde einer ganzen Reihe führender Sozialdemokraten, die Minister oder Beamte gewesen waren, die Pension voll weitergezahlt. Sie wurde sogar zu einem späteren Zeitpunkt aufgebessert. Wie erklärt sich das Vorgehen gegen die Gewerkschaften? Richtete sich dieses Vorgehen gegen die freie Arbeiterschaft? Zunächst die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften in Deutschland waren in der größten Zahl oder in ihrer hauptsächlichsten Wichtigkeit aufs Engste verbunden, sowohl mit der Sozialdemokratischen Partei als auch zunehmend durch den Einfluss und die Aktivität der Kommunisten mit der Kommunistischen Partei. Es waren, wenn auch nicht formell, so de facto Organe, und zwar sehr aktive Organe dieser Parteien. Wobei ich nicht von der Masse der Mitglieder der Gewerkschaften, sondern von der Führungstruppe der Gewerkschaften spreche. Es gab dann noch eine kleinere, die christliche Gewerkschaft, Organ der Zentrumspartei. Diese Gewerkschaften stimmten durch ihre Führung und der engen Verbundenheit dieser Führung mit den von uns als gegnerisch angesehenen Parteien derart überein, dass sie zu unserem neuen Staat in keiner Form passten. Es wurden deshalb die Organisation der Gewerkschaften aufgelöst und für die Arbeiterschaft die Organisation der Deutschen Arbeitsfront geschaffen. Die Zerstörung der Freiheit des deutschen Arbeiters erfolgte nach meiner Auffassung nicht. Im Gegenteil, ich bin der Überzeugung, dass erst wir, dem deutschen Arbeiter, die wirkliche Freiheit gebracht haben. Denn sie bestand in erster Linie darin, dass wir ihm sein Recht auf Arbeit wieder sicherten und seine ganze Stellung im Staate ganz besonders herausgehoben haben. Wir haben selbstverständlich zwei Dinge, die vielleicht als besondere Merkmale einer von mir falsch verstandenen Freiheit gewertet werden, abgeschafft, nämlich Streik auf der einen Seite und Aussperrung auf der Gegenseite. Das war mit dem Recht auf Arbeit nicht zu vereinbaren und auch nicht mit den Pflichten, die ein jeder Bürger für die Größte seines Volkes hat. Diese beiden
beunruhigenden Elemente, die zu der großen Zahl auch mit der Arbeitslosen beigetragen hat, wurden beseitigt und durch ein großes Arbeitsprogramm ersetzt. Die Schaffung von Arbeit war eines der wesentlichsten Punkte. Unser Sozialprogramm ist auch von anderen, wenn auch unter anderen Namen, bereits übernommen. Ich möchte nicht des Längeren dieses Sozialprogramm ausführen. Zum ersten Mal aber bekam der Arbeiter Recht auf Urlaub, und zwar bezahlten Urlaub. Das nur nebenbei. Es wurde für die Arbeiterschaft große Erholungsstätten gebaut. Es wurden gewaltige Summen für neue Arbeitersiedlungen investiert, der ganze Standard des Arbeiters gehoben. Der Arbeiter war zu diesem Zeitpunkt ausgesogen und ausgepumpt, besaß kaum noch etwas sein Eigen, weil er während der Arbeitslosigkeit der jahrelangen alles hat verkaufen oder versetzen müssen. So möchte ich, ohne einzugehen auf Einzelheiten, abschließend sagen, wir haben nicht eine freie Arbeiterschaft vernichtet, sondern wir haben den Arbeiter befreit von dem Elend der Arbeitslosigkeit. Sie sprachen gestern von der Röhm-Revolte. Wer war Röhm und worin bestand die Revolte? Röhm war seit 1931 Stabschef der SA. Das heißt, er war dem Führer, der selbst der oberste SA-Führer war, für die SA verantwortlich und führte sie in seinem Namen. Die Hauptgegensätzlichkeit zwischen Röhm und uns bestand darin, Röhm wollte, wie schon sein Vorgänger Pfeffer, einen stärkeren revolutionären Weg gehen. Während der Führer, wie ich vorhin sagte, die legale Entwicklung, deren Endsieg abzusehen war, empfohlen hatte. Nach der Machtübernahme wollte Röhm unter allen Umständen das Reichswehrministerium in die Hand bekommen. Das lehnte der Führer rundweg ab, da er die Wehrmacht in keiner Form irgendwie politisch führen oder auf sie einwirken lassen wollte. Der Gegensatz zwischen Wehrmacht und Röhmkreis, ich spreche nicht, bewusst betone ich das, von einem Gegensatz Wehrmacht SA, der war nicht vorhanden, sondern ausschließlich von dieser Führergemeinschaft, die damals sich SA-Führung nannte und es tatsächlich war. Er wollte die Beseitigung der Hauptanzahl der Generale von höheren Offiziere, die in der Reichswehr die ganze Zeit gewesen waren. Da er auf dem Standpunkt stand, dass diese Offiziere keine Gewähr für den neuen Staat bilden würden,
da ihr, wie er sich ausdrückte, Rückgrat im Laufe der Jahre gebrochen worden sei und sie nicht mehr fähig wären, aktive Elemente des neuen nationalsozialistischen Staates zu sein. Der Führer und auch ich standen hier auf vollständig entgegengesetzten Standpunkten. Zum Zweiten richtete sich das Streben, ich möchte sagen, der Röhm eingestellten Männer, auch in anderer Richtung auf einen revolutionären Akt. Sie waren gegen das, was sie Reaktion bezeichneten. Sie wollten sich einen bewusst mehr links gestellten Eindruck geben. Sie waren auch verschärft gegen die Kirche und auch sehr scharf gegen das Judentum. Sie wollten alles in allem, aber nur diese Clique, die aus ganz bestimmten Persönlichkeiten bestand, einen revolutionären Akt vornehmen. Dass Röhm diese, seine Gesinnungsmänner, überall in der SA in die obersten Stellungen einschleuste und die anständigen Elemente entfernte und die anständige und brave SA ohne ihr Wissen irreleitete, ist bekannt. Wenn Übergriffe in jener Zeit vorkamen, so lagen sie auch immer wieder bei denselben Persönlichkeiten, die in erster Linie aus dem Berliner SA-Führer Ernst, dem Breslauer Heines, dem Münchner Stettiner und so weiter bestanden. Einige Wochen vor dem Röhmputsch vertraute mir ein SA-Unter-SA-Führer an, dass er gehört habe, dass eine Aktion gegen den Führer und die zum Führer stehenden Männer der Bewegung geplant sei, damit das Dritte Reich schnellstens durch das endgültige Vierte Reich, wie der Ausdruck bei diesen Leuten war, abgelöst werden sollte. Ich selbst wurde gedrängt und gebeten, vor meinem Hause nicht nur Posten des Polizeiregiments stehen zu lassen, sondern abwechselnd auch eine Ehrenwache der SA zu nehmen. Ich war darauf eingegangen und hörte auch dann durch den Führer dieser Truppe nach einer gewissen Zeit, wozu diese Ehrenwache bestimmt sei, um im gegebenen Moment die Festsetzung vorzunehmen. Ich kannte Röhm gut. Ich ließ ihn kommen. Ich hielt ihm offen die Dinge vor, die ich gehört hatte. Ich erinnerte ihn an die gemeinsame Kampfzeit und forderte ihn auf, dem Führer unbedingte Treue zu halten. Er brachte ungefähr dieselben Argumente vor, die ich eben erwähnte, aber versicherte mir, dass er selbstverständlich nicht daran dächte, irgendetwas gegen den Führer zu unternehmen. Kurz darauf erhielt ich weitere Nachrichten, dass er mit jenen Kreisen enge Verbindung habe, die ebenfalls
scharfer Ablehnung uns gegenüberstanden. Das war einmal der Kreis um den früheren Reichskanzler von Schleicher. Das war der Kreis um den aus der Partei ausgeschlossenen früheren Reichstagsabgeordneten und Organisationsleiter der Partei Gregor Strasser. Das waren Kreise, die den früheren Gewerkschaften angehört hatten. Und das streckten sich bis ziemlich weit links. Ich fühlte mich verpflichtet, nun mit dem Führer darüber zu sprechen. Zu meinem Erstaunen erklärte mir der Führer, dass auch er bereits die Dinge wisse und sie sehr bedrohlich ansehe. Er wollte aber die weitere Entwicklung abwarten und sorgfältig beobachten. Der nächste Akt ereignete sich ungefähr genauso, wie der Zeuge Körner das hier geschildert hat. Ich kann ihn übergehen. Ich erhielt den Auftrag, in Norddeutschland sofort gegen die betreffenden Männer des Röhm-Kreises vorzugehen. Ein Teil wurde bestimmt, dass er festgenommen werden sollte. Von Ernst, den SA-Führer von Pommern, und zwei, drei verfügte der Führer im Laufe des Tages die Exekution. Er selbst begab sich nach Bayern, wo die letzte Tagung einer Reihe der Röhm-Führer stattfand und verhaftete persönlich Röhm und diese Leute in Wiessee. Zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich schon die Sache bedrohlich, weil einige SA-Formationen unter Vorspielung falscher Parolen bewaffnet und aufgeboten waren. An einer einzigen Stelle kam es zu einem ganz kurzen Kampf, zwei SA-Führer erschossen wurden. Daraufhin. Ich übertrug die Verhaftung der Polizei, die damals auch schon in Preußen unter Himmler und Heydrich stand. Lediglich das Hauptquartier Röhms, der selbst nicht da war, ließ ich durch ein mir unterstelltes, uniformiertes Polizeiregiment ausheben. Als das Hauptquartier des SA-Führers Ernst in Berlin ausgehoben wurde, fand man in den Kellern dieses Hauptquartiers mehr Maschinenpistolen als die gesamte preußische Schutzpolizei besaß. Nachdem vom Führer verfügt war, aufgrund der Ergebnisse, die man in Wiessee vorgefunden hatte, wer aus Staatsnotstand erschossen werden sollte, wurde der Befehl zur Exekution für Ernst Heydeprecht und einigen der nächsten Mitarbeiter Röhms gegeben. Es bestand kein Befehl, die anderen zu verhaftenden Leute zu erschießen. Es ist bei der Verhaftung des ehemaligen Reichskanzlers Schleicher dazu gekommen, dass sowohl er wie seine Frau getötet wurden. Eine darüber angestellte Untersuchung fand statt und ergab,
dass bei der Verhaftung Schleicher nach Aussage der beiden Leute nach einer Pistole griff, um sich selbst vielleicht zu erschießen. Darauf hoben die beiden Leute ihre Pistolen und Frau von Schleicher warf sich dem einen an den Hals, um ihn zu fassen, und er behauptet, dass dabei seine Pistole losgegangen sei. Wir bedauerten diesen Vorfall außerordentlich. Im Laufe des Abends hörte ich, dass auch andere Leute erschossen worden seien. Auch solche, die mit diesem Röhmputsch überhaupt nichts zu tun hatten. Der Führer kam am selben Abend nach Berlin. Nachdem ich das am Spätabend oder in der Nacht gehört hatte, ging ich den nächsten Mittag zum Führer und bat ihn, sofort einen Befehl zu erlassen, dass jede weitere Exekution unter allen Umständen von ihm, dem Führer, verboten sei, obwohl noch zwei Leute, die sehr beteiligt waren und die der Führer für eine Exekution bestimmt hatte, noch am Leben waren. Diese blieben daraufhin auch am Leben. Ich bat ihn trotzdem, das zu tun, weil ich die Sorge hatte, dass die Sache aus der Hand gleiten konnte, wie sie schon zum Teil, wie es schon zum Teil geschehen war, und ich ihm vorstellte, dass auf keinen Fall ein weiteres Blutereignis daraus werden sollte. Der Führer hat dann diese Anordnung in meiner Gegenwart getroffen. Sie wurde allen Stellen sofort übermittelt. Die Aktion wurde dann im Reichstag bekannt gegeben und durch den Reichstag und den Reichspräsidenten als Staatsnotwehr oder Staatsnotstand gut geheißen. Wenngleich es bedauert wurde, dass wie bei all solchen Ereignissen immer eine Reihe von Missgriffen vorkam. Die Zahl der Opfer ist vielfach übertrieben. Soweit ich mich heute noch genau darauf erinnere, sind es 72 oder 76 Menschen gewesen, von dem der größere Teil in Süddeutschland exekutiert worden ist. Hatten Sie Kenntnis von der Entwicklung, die im Laufe der Zeit die Stellung der Partei und des Staates zur Kirche genommen haben? Selbstverständlich. Ich möchte abschließend zu der Röhm-Revolte noch betonen, dass die Personen, die auf Befehl des Führers, aber durch mich veranlasst oder der Befehl von mir weitergegeben worden ist, wie Ernst Heidepreck, Heines, glaube ich, und einige andere, dass ich dies selbstverständlich voll und ganz verantworte und positiv zu diesem Vorgehen gegen diese Leute eingestellt gewesen bin und auch heute noch auf dem Standpunkt stehe, dass ich absolut hier richtig und pflichtbewusst gehandelt habe. Dieses hat mir auch der Reichspräsident bestätigt. Hätte aber diese Bestätigung nicht gedurft, um mich davon zu überzeugen, dass hier eine Gefahr für unseren Staat
abgewehrt habe. Stellung zur Kirche. Die Stellung des Führers selbst war eine großzügige zu Anfang, vollkommen. Ich möchte nicht sagen positiv in dem Sinn, dass Hitler selbst ein positiver oder überzeugter Anhänger irgendeiner Konfession gewesen wäre. Aber großzügig und positiv in dem Sinn, dass er die Notwendigkeiten der Kirche anerkannte. Obwohl selbst Katholik, wünschte er eine stärkere Stellung der protestantischen Kirche in Deutschland, da diese Deutschland zu zwei Drittel ja protestantisch war. Die protestantische Kirche zerfiel aber bei uns in Landeskirchen in verschiedene kleine Unterschiede, die die Dogmatiker sehr tragisch nehmen und weshalb sie ja früher einmal 30 Jahre lang Krieg geführt haben, die aber für uns nicht so entscheidend schienen. Es handelt sich reformiert, uniert, rein lutherisch. Ich bin selbst nicht Fachmann auf diesem Gebiet. Ich war zwar verfassungsmäßig als preußischer Ministerpräsident in gewissem Sinne Summus Episcopus der preußischen Kirche, aber befasste mich mit diesen Dingen weniger. Die Einigung der protestantischen evangelischen Kirche wollte der Führer darin sehen, dass diese einen Reichsbischof bekommen sollte, um gegenüber den hohen katholischen Kirchenfürsten auch einen protestantischen Kirchenfürsten zu besitzen. Er überließ zunächst den evangelischen Kirchen die Wahl. Sie konnten sich, wie so häufig, nicht einigen. Zum Schluss brachten sie, glaube ich, einen Namen, den einzigen, der uns nicht passte. So wurde dann ein Mann Reichsbischof, der das Vertrauen wohl des Führers in höherem Maße hatte, wie das der übrigen verschiedenen Landesbischöfe. Mit der katholischen Kirche ließ der Führer durch Herrn von Papen ein Konkordat abschließen. Ich selbst war kurz vor Herrn von Papens Abschluss des Konkordates selbst beim Papst gewesen. Ich hatte über meine katholische Mutter sehr zahlreiche Beziehungen zum höheren katholischen Klerus und konnte auf diese Weise in beide Lager, selbst bin Protestant, hineinsehen. Eins selbstverständlich vertrat der Führer, vertraten wir, vertrat auch ich, die Politik möglichst aus der Kirche herauszubringen. Ich fand es nicht richtig, das möchte ich offen aussprechen, an einem Tage der Priester in der Kirche in Demut um das Seelenheil seiner Schäflein bemüht und am nächsten Tag im Parlament eine mehr oder weniger kriegerische Rede schwingt. Diese Trennung war von uns vorgesehen. Das heißt, die Geistlichkeit sollte sich auf ihr Gebiet konzentrieren und von der Politik ablassen. Dadurch, dass wir in Deutschland politische Parteien mit starken
kirchlichen Einschlag hatten, war hier ein ziemlicher Wirrwarr entstanden. Und so kam auch, und so ist es erklärlich, dass aus dieser politischen Gegnerschaft, die zunächst auf der Parlamentsebene, auf der politischen Kampfebene der Wahlschlachten stattfand, eine Kampfstimmung bei einem gewissen Teil unserer Leute gegen die Kirche sich eingestellt hatte. Denn man darf nicht vergessen, dass solche Wahlkämpfe, Diskussionsreden vor den Wählern zwischen politischen Vertretern unserer Partei und oft Geistlichen als Vertreter der politischen, kirchlich stärker gebundenen Parteien stattgefunden hatten. Aus dieser Gegnerschaft und gewisser Animosität erklärt sich, dass ein rabiaterer Teil, wenn ich mal diesen Ausdruck hier gebrauchen soll, diesen Kampf nicht vergessen hatte und nun seinerseits wieder auf eine falsche Ebene übertrug. Der Führer aber stand auf dem Standpunkt, die Kirchen absolut die Möglichkeit ihrer Entwicklung und ihres Bestehens zu geben. Es ist selbstverständlich, dass in einer Bewegung und Partei, die allmählich mehr oder weniger den größten Teil des deutschen Volkes erfasst hatte und die nun in ihrem aktiven, politisch aktiven Teil auch die politisch aktiven Menschen Deutschlands erfasst hatte, trotz Führerprinzip nicht in allem natürlich die gleiche Auffassung besitzen. Tempo, Methoden, Einstellung sind hier verschieden. Und so bildet sich in solch großen Bewegungen, auch wenn sie noch so autoritär geführt werden, gewisse Gruppen zu bestimmten Fragen heraus. Und wenn ich hier die Gruppe nennen soll, die in der Kirche immer noch eine politische, sagen wir mal, nicht Gefahr, aber nicht erwünschenswerte Institution sah, so waren dies vor allem zwei Persönlichkeiten, die hier hervortraten. Himmler auf der einen Seite, Bormann besonders später, später viel radikaler noch wie Himmler auf der anderen Seite. Bei Himmler waren die Beweggründe weniger politischer wie mehr verworrener, mystischer Art. Bei Bormann waren sie zielbewusster. Es war auch klar, dass von der große Gruppe der Gauleiter, dieser und jener, schärfer in diesem Kampf gegen die Kirche eingestellt war. So gab es eine Reihe von Gauen, wo alles mit der Kirche in bester Ordnung war. Und es gab wieder wenige andere Gaue, wo hier ein scharfer Kampf gegen die Kirche stattgefunden hat. Ich persönlich habe mehrmals eingegriffen. Zunächst, um nach außen meine Einstellung zu zeigen und Beruhigung zu schaffen, berief ich in den preußischen Staatsrat als besondere Männer meines Vertrauens sowohl einen hohen protestantischen wie einen hohen
katholischen, geistlichen. Ich selbst bin nicht das, was man einen Kirchengänger nennt. Aber ich bin bewusst ab und zu hingegangen und habe immer der Kirche angehört, bewusst, und habe auch die Funktionen, die man kirchlich ausüben lässt, Hochzeit, Taufe, Beerdigung und so weiter, stets in meinem Hause kirchlich vollziehen lassen. Der Gesichtspunkt dabei war, um in diesem Streit der Meinungen jenen Menschen, die schwach von Gemüt nicht wussten, was sie tun sollten, damit zu zeigen, wenn der zweite Mann des Staates in die Kirche geht, sich trauen lässt, sein Kind taufen lässt, konfirmieren lässt und so weiter, dann können sie das genauso ruhig tun. Aus der Anzahl der Briefe, die ich in dieser Richtung bekommen habe, ersah ich, dass das richtig war. Im Laufe der Zeit kam wie auf den anderen Gebieten, so auch hier, eine weitere Verschärfung. Ich habe noch einmal in den ersten Kriegsjahren mit dem Führer darüber gesprochen und ihm gesagt, es käme doch jetzt darauf an, dass jeder Deutsche seine Pflicht tue und jeder Soldat tapfer, wenn es sein muss, in den Tod geht. Wenn ihm dabei sein Glaube eine Stütze und Hilfe ist, mag er nun auf dieser oder jener Konfession angehören, so kann dies nur ein Vorteil sein. Und jede Beunruhigung in dieser Richtung muss auch unter Umständen die innere Festigkeit des Soldaten tangieren. Der Führer stimmte mir absolut bei. Ich selbst hatte in der Luftwaffe bewusst keine eigenen Geistlichen. Da ich auf dem Standpunkt stand, jeder Luftwaffenangehörige kann zu dem Geistlichen und soll zu dem Geistlichen gehen, zu dem er Vertrauen besitzt. Dies wurde immer wieder in Appellen den Soldaten und Offizieren gesagt. Der Kirche selbst sagte ich, es ist gut, wenn wir eine klare Trennung haben. In der Kirche sollt ihr beten und nicht exerzieren. In der Kaserne sollt ihr exerzieren und sollt ihr nicht mit beten kommen. Auf diese Weise habe ich aus der Luftwaffe jede Erschütterung in kirchlichen Dingen von Anfang an ferngehalten und jedem seine größte Gewissensfreiheit in dieser Richtung gegeben. Die Verschärfung trat dann in rapidem Ausmaß. Ich kann dafür die Gründe eigentlich nicht richtig angeben. In den zwei oder drei letzten Kriegsjahren besonders hervor. Mag es mit damit zusammenhängen, dass in einem Teil der besetzten Gebiete die Geistlichen gleichzeitig, besonders im polnischen Gebiet, auch im tschechischen Gebiet, starke Vertreter im nationalen Sinne waren. Und hier ist zu Zusammenstößen ebenfalls wieder auf der politischen Ebene kam, die sich dann natürlich auf die kirchliche
überlagerte. Ich weiß nicht, ob dies vielleicht ein Grund ist. Ich halte ihn aber für wahrscheinlich. Alles in allem möchte ich sagen, der Führer selbst war nicht gegen die Kirchen. Er sagte mir sogar einmal, es gibt gewisse Dinge, wo man auch als Führer sich nicht absolut durchsetzen kann, wenn sie reformbedürftig in der Luft liegen. Und der Glaube, dass eben in dieser Zeit auch über die Neugestaltung in kirchlichen Dingen viel gedacht und viel gesprochen würde. Er selbst aber fühle sich weder zum kirchlichen Reformator berufen, noch wünsche er, dass irgendeiner seiner politischen Führer auf diesem Gebiet sich Lorbeeren zu erringen versuche. Nun sind ja im Laufe der Jahre zahlreiche Geistliche, sowohl aus Deutschland als auch insbesondere aus den besetzten Gebieten, Sie sprachen selbst eben von Polen und der Tschechoslowakei, in die KZs gebracht worden. War Ihnen darüber etwas bekannt? Mir war bekannt, dass zunächst in Deutschland eine Reihe von Geistlichen ins KZ gebracht worden waren. Der Fall Niemüller war allgemein bekannt. Ich möchte nicht näher auf ihn eingehen, weil er bekannt ist. Eine Reihe anderer Geistlicher wurden ins KZ eingeliefert, aber erst in den späteren Jahren, wie es eben zur Verschärfung des Kampfes gekommen war, weil sie auf der Kanzel politische Reden hielten, Kritik an Maßnahmen Staates oder der Partei übten. Und je nachdem der Schärfe dieser Kritik wurde nun von der Polizei eingegriffen. Ich habe auch hier einmal Himmler gesagt, dass ich es nicht für klug halte, Geistliche festzusetzen. Solange sie in der Kirche reden, sollten sie reden, was sie wollten. Wenn sie außerhalb der Kirche politische Reden halten würden, dann könnte er ja gegen dies vorgehen, wie bei allen anderen, die staatsfeindliche Reden halten würden. Es sind auch einige Geistliche, die sehr weit in ihrer Kritik gegangen sind, nicht verhaftet worden. Was die Verhaftung von Geistlichen aus besetzten Gebieten anbelangt, so habe ich davon gehört und sagte vorhin schon, dass dies nicht auf der kirchlichen Ebene so sehr der Fall war oder gar, weil sie Geistliche waren, sondern weil sie eben gleichzeitig sehr starke, ich verstehe das von ihrem Standpunkt aus, Nationalisten waren und somit oft in gegnerische Handlungen gegen die Besatzungsmacht verwickelt waren. Das Parteiprogramm befasst sich in zwei Ziffern, glaube ich, mit der Judenfrage. Wie war Ihre grundsätzliche Einstellung zu dieser Frage? Diese Frage, die ja in der Anklage so sehr stark hervorgehoben wurde, zwingt mich unter allen Umständen dazu, gewisse Voraussetzungen einzuschalten.
nach dem Zusammenbruch Deutschlands 1918 trat in Deutschland das Judentum sehr stark hervor. Auf allen Gebieten, besonders stark auf dem politischen, im allgemeinen geistig-kulturellen und ganz besonders dem wirtschaftlichen. Die Frontkämpfer kamen zurück, hatten nichts, standen vor nichts und sahen nun sehr viele jüdische Elemente, die im Laufe des Krieges aus Polen und dem Osten gekommen waren, in Positionen, besonders wirtschaftliche. Es ist ja bekannt, dass unter dem Einfluss des Krieges mit seinen Geschäften, der Demobilmachung wiederum mit den großen Geschäftsmöglichkeiten, der Inflation und Deflation ungeheure Verschiebungen und Verlagerungen in den Vermögensschichten stattfanden. Es waren sehr viele Juden, die nicht die genügende Zurückhaltung übten und immer stärker im Bilde des öffentlichen Lebens hervortraten, sodass sie zu vergleichen geradezu aufforderten, der Anzahl, die sie stellten und der Beherrschung der Positionen, die sie hatten, im Gegensatz zum deutschen Volk. Hinzu kam, dass gerade jene Parteien, die von den national Eingestellten abgelehnt wurden, ebenfalls einen keinem Verhältnis zur Zahl der Juden stehendes jüdisches Führertum aufwiesen. Dies galt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich, das wir ja immer als einen deutschen Bestandteil ansahen. Dort war die Führung der gesamten Sozialdemokratie fast ausschließlich in jüdischen Händen. Sie spielten eine sehr große Rolle in der Politik, gerade der Linksparteien, und traten dann auch sehr stark in der Presse aller Richtungen hervor. Es erfolgten damals derartige, fortgesetzte und laufende Angriffe auf alles Nationale, nationalen Begriffe, nationalen Ideale. Ich erinnere daran, an all die Zeitschriftenartikel, die hier Dinge in den Schmutz zogen, die uns doch heilig waren. Ich erinnere an die Verzerrung, die auf dem Gebiet der Kunst ebenfalls in dieser Richtung ausgeführt wurden, an Theaterstücke, die das Frontkämpfertum tief in den Schmutz zogen. Das Ideal des tapferen Soldaten wurde besudelt. Ich könnte hier einen ungeheuren Stapel vorlegen an derartigen Artikeln, Büchern, Darstellungen und so weiter. Ich würde dies viel zu weit führen und ich selbst bin auf diesem Gebiet auch nicht so bewandert. Dadurch entstand eine Abwehrbewegung, die nicht etwa vom Nationalsozialismus geschaffen wurde, sondern sie war vorher schon da und bestand schon während des Krieges sehr stark und kam noch viel stärker zum Durchbruch nach dem Kriege, wie der Einfluss des Judentums sich derartig auswirkte. Zudem war vieles, gerade auf dem kulturellen Gebiet, im geistigen Gebiet,
so ganz anders zum Ausdruck gebracht worden, wie es dem deutschen Empfinden entsprach. Auch hier klaffte eine große Kluft auf. Es kam hinzu, dass dann vor allem im Wirtschaftsleben eine schon, wenn man von der westlichen Industrie absieht, fast ausschließliche Vorherrschaft des Judentums vorhanden war. Und zwar von solchen Elementen, die auch von den alteingesessenen jüdischen Familien aufs Schärfste abgelehnt wurden. Als nun die Bewegung ihr Programm gestaltete, das von wenigen einfachen Leuten gemacht wurde, soviel ich weiß, war bei der Programmabfassung Adolf Hitler selbst gar nicht einmal beteiligt oder noch nicht in der Führung, nahm auch dieses Programm jenen Punkt auf, der damals als ein Abwehrpunkt stark in großen Kreisen des deutschen Volkes vorhanden war. Kurz vorher war in München die Räterepublik gewesen, die Geiselmorde, und auch hier waren die Führer durchwegs Juden gewesen. Man muss verstehen, dass deshalb ein Programm, das in München von einfachen Leuten entstand, diesen Punkt ganz klar mit als Abwehr aufnahm. Es kamen auch die Nachrichten von der Räterepublik in Ungarn, auch wieder fast durchweg Juden. Das wirkte alles aufs Stärkste ein. Als nun das Programm bekannt wurde, wurde die Partei, die ja damals außerordentlich klein war, zunächst nicht ernst genommen und verlacht. Dann aber setzte ein konzentrierter Angriff der gesamten jüdischen Presse oder von ihr beeinflussten Presse auf das Allerschärfste von Anfang an gegen die Bewegung ein. Überall war das Judentum führend im Kampfe gegen den Nationalsozialismus. Sei es nun auf dem Gebiet der Presse, sei es auf dem Gebiet der Politik, sei es auf dem Gebiet des kulturellen Lebens durch Verächtlichmachung des Nationalsozialismus, Lächerlichmachung des Nationalsozialismus, sei es auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Wer Nationalsozialist war, bekam keine Stellung. Nationalsozialistischer Geschäftsmann bekam keine Lieferung, konnte keine Annoncen aufnehmen und diese Kleinigkeiten so herausstellen. Das alles schaffte natürlich eine starke Abwehr auf Seiten der Partei und führte gleich von Anfang an zu einer Verschärfung des Kampfes, wie er zunächst aufgrund des Programmes gar nicht beabsichtigt war. Denn das Programm wollte vor allen Dingen eins ganz klar: Deutschland sollte durch Deutsche geführt werden. Und wünschte die Führung, besonders die politische Schicksalsgestaltung des deutschen Volkes durch deutsche Menschen, das Empfinden des Volkes ganz anders wiedergeben konnten, wie anderswärtige. So war auch zunächst in der Hauptsache nur gedacht an die Ausschaltung des Judentums aus der Politik und der Staatsführung. Später kam dann auch der kulturelle Sektor hinzu, und zwar wegen des sehr starken Kampfes, der sich gerade auf diesem Gebiet Judentum auf der einen Seite, Nationalsozialismus auf der anderen Seite abgespielt hatte.
glaube, wenn hier manches harte Wort von uns gegen Juden und Judentum gefallen ist, vorgebracht wurde, so wäre ich doch in der Lage, Zeitschriften, Bücher und Zeitungen und Reden von der anderen Seite vorzulegen, die was Ausdrücke anbelangt und Beleidigungen anbelangt, nicht mehr im geringsten zu überbieten sind. Und das alles musste natürlich zu einer Verschärfung führen. Es war am Anfang, nach der Machtergreifung, wurden zahlreiche Ausnahmen gemacht. Juden, die am Weltkrieg teilgenommen hatten, die sich Auszeichnungen erworben hatten, wurden anders gestellt, wurden berücksichtigt, wurden nicht von solchen Ausschlussmaßnahmen im Beamtentum getroffen wie andere. Wie gesagt, Hauptsache Ausschaltung aus dem politischen Sektor, dann dem kulturellen. Die Nürnberger Gesetze hatten den Zweck, die Rassentrennung klar herauszustellen und vor allem den Begriff des Mischlings für die Zukunft auszuschalten, weil der Begriff Halbjude, Vierteljude fortgesetzt zu Differenzierungen, zu Unklarheiten auch in der Stellung führt. Aber auch hier möchte ich betonen, dass ich persönlich mit dem Führer wiederholt Aussprachen über den Begriff der Mischlinge gehabt habe und dem Führer klar machte, dass auf die Dauer, wenn Deutsch-Juden klar getrennt sind, dazwischen nicht noch ein Teil sein könnte, der innerhalb des deutschen Volkes wiederum einen unklaren Bestandteil darstellt, der nicht auf der gleichen Ebene stehen würde. Und habe ihm hier gesagt, doch durch einen großzügigen Akt den Begriff dann des Mischlings auszuschalten und diesen gleichzustellen im übrigen Deutschen. Der Führer trifft diesen Gedanken sehr lebhaft auf und trat durchaus positiv meiner Auffassung bei und hat auch in dieser Richtung gewisse vorbereitende Anweisungen gegeben. Es kamen dann die außenpolitisch stürmischeren Zeiten, Sudetenkrise, Tschechoslowakei, Restbesetzung, nachher Polenkrise, die ich schon andeutete, sodass diese Frage der Mischlinge zurücktrat und bei Kriegsbeginn sagte mir der Führer, dass er bereit sei, die Sache positiv, großzügig zu lösen, aber erst nach dem Krieg. Die Nürnberger Gesetze sollten nun für die Zukunft den Begriff der Mischlinge ausschalten, durch eine klare Trennung der Rassen. Es sahen deshalb auch die Nürnberger Gesetze mit ihren Strafbestimmungen niemals die Frau, sondern immer nur dem Mann vor, gleichgültig ob er Jude oder gleichgültig ob er Deutscher war. Es durfte nicht die deutsche Frau oder die Jüdin bestraft werden. Dann trat wieder ruhigere Zeiten ein und der Führer hatte auch immer die Auffassung, dass die Juden zunächst, wenn auch nicht an führenden und zu hervortretenden Stellung in der Wirtschaft, aber doch in der Wirtschaft bleiben sollten,
bis eine allmählich einsetzende, verstärkende, geregelte Auswanderung dieses Problem lösen sollte. Trotz der dauernden Unruhe und Schwierigkeiten, die es in der Wirtschaft gab, blieben die Juden in der Wirtschaft im großen Ganzen zunächst unbehelligt. Die außerordentliche Verschärfung, die später dann eintrat, trat tatsächlich erst nach den Ereignissen 38 und dann in verschärften Ausmaße in den Kriegsjahren ein. Auch hier war natürlich wieder ein radikalerer Flügel auf der einen Seite, für den die Judenfrage bedeutender im Vordergrund stand, wie für die andere Seite der Bewegung. Wie überhaupt gerade an dieser Stelle betonen möchte, dass der Begriff Nationalsozialismus als Weltanschauung ja auch verschieden aufgefasst wurde, vom einen mehr philosophisch, vom anderen mehr mystisch, vom dritten klar und politisch. So war auch hier die verschiedenen Programmpunkte, für den einen traten sie mehr in den Vordergrund, für den anderen weniger. Der eine sah im Programmpunkt weg von Versailles, Deutschland groß und stark machen, frei zu machen, einen Hauptprogrammpunkt, der andere mehr vielleicht der Judenfrage. Müssen wir jetzt die Pause angenehm sein? Would that be a convenient time, Breakoff? Dr. Stammer, can you inform the tribunal how much longer you think the defendant Göring will be in examination in chief? Ich hoffe, dass wir morgen im Laufe des Vormittags fertig werden. Morgen im Laufe des Vormittags. That's a very long time. Ich will sehen, dass ich es abkürzen kann. Ich werde mich bemühen, es abzukürzen. Welchen Anteil hatten Sie an dem Erlass der Nürnberger Gesetze vom September 35? Ich habe diese Gesetze in meiner Eigenschaft als Präsident des Reichstages hier in Nürnberg, wo zu diesem Zeitpunkt der Reichstag zusammengetreten ist, verkündet, gleichzeitig mit dem Gesetz über die neue Reichsflagge. In der Anklage ist die Behauptung aufgestellt, dass die Vernichtung der jüdischen Rasse ein Teil der Planung von Angriffskriegen gewesen sei. Das hat mit Angriffskriegen, Planung von Angriffskriegen nichts zu tun. Es war auch nicht die Vernichtung der jüdischen Rasse vorher geplant. Sind Sie beteiligt an dem Vorgehen gegen die Juden in der Nacht vom 9. zum 10. Oktober 38? Ich möchte kurz darauf eingehen. Ich habe gestern aus dem Kreuzverhör des Zeugen Körner ersehen, dass hier ein Missverständnis entstanden ist. Am 9. November wurde der Marsch auf die Feldherrnhalle gefeiert. Dadurch, dass dieser Marsch jedes Jahr wiederholt wurde. Und hierzu kamen auch die entscheidenden Führer der Bewegung zusammen. Dies meinte Körner, als er sagte, dass alles nach München kam. Nachdem der Marsch vorbei war, trafen sich die meisten im Münchner Rathaus zu einem Essen, an dem der Führer ebenfalls teilnahm. Ich habe an diesem Essen an keinem Jahr teilgenommen, da ich den Münchner Aufenthalt an diesen Tage benutzte, um nachmittags andere Dinge zu erledigen. Ich habe auch diesmal nicht an dem Essen teilgenommen. Auch Körner nicht.
sondern bin mit ihm zusammen am Abend mit meinem Sonderzug nach Berlin zurückgefahren. Wie ich später erfahren habe, bei der Untersuchung, hat bei diesem Essen, nachdem der Führer es verlassen hat, Goebbels bekannt gegeben, dass der schwer verwundete Gesandtschaftsrat in Paris diesen Verwundungen erlegen sei. Es gab eine gewisse Erregung. Und daraufhin hat Goebbels scheinbar dann Worte über Vergeltung gesprochen und in seiner Art, er war vielleicht der allerschärfste Vertreter des Antisemitismus, hier die Auslösung zu den Ereignissen sicherlich gegeben. Nachdem der Führer weg war, ich selbst erfuhr von den Dingen tatsächlich bei Ankunft in Berlin. Und zwar zunächst, der Schaffner meines Wagens sagte mir, in Halle habe er Brände gesehen. Eine halbe Stunde später ließ ich den Adjutanten vor, der mir meldete, dass es in der Nacht zu Krawallen gekommen sei, jüdische Geschäfte geplündert und eingeworfen seien, Synagogen seien angezündet worden. Mehr konnte ich zunächst, wusste er selbst nicht. Ich fuhr in meine Wohnung und habe sofort bei der Gestapo anrufen lassen und einen Bericht über die Vorgänge in der Nacht gefordert. Dies ist der Bericht, der auch hier angezogen worden ist und den mir der Leiter der Gestapo Heydrich über die Ereignisse machte, soweit er sie bis zu dem Zeitpunkt, also am Abend des ersten, des darauffolgenden Tages, glaube ich, war es, wusste. Der Führer traf ebenfalls im Lauf des Vormittags in Berlin ein. Ich habe dort ihm gesagt, mittlerweile hörte ich, dass Goebbels mindestens stark beteiligt war als Urheber. Ich sagte dem Führer, es sei für mich unmöglich, dass derartige Vorgänge gerade jetzt geschehen. Ich gebe mir die größte Mühe, im Vierjahresplan die gesamte Wirtschaft aufs Äußerste zu konzentrieren. Ich habe und hätte in Ansprachen an das Volk aufgefordert, jede alte Zahnpastentube, jeden rostigen Nagel, jedes Altmaterial zu sammeln und zu verwerten. Es wäre unmöglich, dass ein Mann, der für diese Dinge nicht verantwortlich wäre, meine schwere wirtschaftliche Aufgabe dadurch stört, dass er so viel wirtschaftliche Werte einerseits dadurch vernichtet werden, andererseits eine solche Unruhe in das Wirtschaftsleben hineingebracht wird. Der Führer entschuldigte etwas, Goebbels stimmte mir aber im Großen und Ganzen zu, dass sich diese Dinge nicht ereignen sollten und dürften. Ich machte ihn auch aufmerksam, dass so kurz nach dem Münchner Abkommen diese Dinge auch außenpolitisch durchaus ungünstig von Einwirkung werden. Am Nachmittag
sprach ich nochmals mit dem Führer. Unterdessen war Goebbels bei ihm gewesen, dem ich ebenfalls in unmissverständlicher Weise telefonisch meine Auffassung in sehr scharfen Worten durchgegeben hatte. Ich sagte ihm damals noch ausdrücklich, ich hätte keine Lust, für seine unbeherrschten Äußerungen nachher die Zeche zu bezahlen, wirtschaftlich gesehen. Der Führer war mittlerweile durch Goebbels etwas umgestimmt worden. Was ihm Goebbels gesagt hat, wie weit er von Erregung der Volksmenge beim Führer sprach, von dringenden Ausgleichen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die Einstellung des Führers nicht mehr so wie bei meiner ersten Beschwerde. Während wir sprachen, kam Goebbels hinzu, der im Hause war, und begann mit seinen üblichen Äußerungen, dass es nicht hingenommen werden könnte, dies sei nun der zweite oder dritte Mord im Ausland eines Juden an einem Nationalsozialisten. Und damals fiel auch zum ersten Mal von seiner Seite der Vorschlag der Auferlegung einer Buße. Und zwar wünschte er, dass die Gaue für sich eine derartige Buße einziehen sollten und nannte auch eine ganz unverständlich hohe Summe. Ich widersprach und sagte dem Führer, wenn eine Buße, dann nur durch das Reich, denn Herr Goebbels hat hier die meisten Juden in Berlin und wäre deshalb nicht der Geeignete, diese Dinge zu machen, weil er hier am meisten interessiert sei. Außerdem, wenn solch eine Maßnahme gemacht würde, so habe nur der souveräne Staat dazu das Recht. Nach kurzem Hin und Her über die Höhe wurde 1 Milliarde festgelegt. Ich machte den Führer aufmerksam, dass natürlich unter Umständen diese Summe Rückschläge auf das Steueraufkommen haben würde. Der Führer wünschte dann und befahl, dass numero auch die wirtschaftliche Lösung durchgeführt würde, damit kein weiterer Anlass zu solchen Vorkommnissen sei, sollten in erster Linie die nach außen sichtbaren und bekannten jüdischen Geschäfte arisiert werden. Besonders die Kaufhäuser, weil hier immer wieder es zu Zwistigkeiten kam, dadurch, dass Beamte und Angestellte der Ministerien, die nur zwischen 6 und 7 Uhr abends Zeit hatten einzukaufen, sich oft dahin begaben und dadurch Schwierigkeiten hatten. Er ordnete im Großen dann und Ganzen an, was zu geschehen habe. Ich habe dann daraufhin die Sitzung des 12. November einberufen mit den für diese Aufgaben zuständigen Ressorts. Der Führer hatte leider verlangt, dass in dieser Kommission, sollte eine Kommission eingesetzt werden, Goebbels mitvertreten sein sollte. Er war auch anwesend, obwohl ich sagte, dass er mit den wirtschaftlichen Dingen nichts zu tun habe. Es ging dann sehr lebhaft zu. Wir waren alle gereizt in dieser Sitzung. Ich habe dann die wirtschaftlichen Gesetze entwerfen lassen und habe sie dann herausgegeben. Andere Vorschläge, die außerhalb der Wirtschaftssektors lagen, Reisebeschränkung, Aufenthaltsbeschränkung, Beschränkung in Bädern,
und so weiter. Habe ich für meine Person, weil nicht zuständig dafür und weil ich nicht Auftrag für diese hatte, abgelehnt. Sie sind später dann auf den polizeilichen Sektor erlassen worden, nicht von mir, und haben dann durch mein Eingreifen verschiedene Ausgleiche und Milderungen gefunden. Ich möchte betonen, dass ich zwar, obwohl ich schriftlichen Auftrag und Befehl, mündlich und schriftlich, vom Führer gehabt habe, diese Gesetze durchzuführen und zu erlassen, ich die volle und ganze Verantwortung für diese von mir gezeichneten Gesetze auf mich nehme, denn ich habe sie erlassen und bin damit für sie verantwortlich. Und denke nicht, mich hinter dem Befehl des Führers in irgendeiner Form zu verstecken. Etwas anderes? Welche Gründe führten zu der Absage an die Abrüstungskonferenz und zu dem Austritt aus dem Völkerbund? Die Hauptgründe hierfür waren vor allem, dass die anderen Staaten, die sich ebenfalls nach vollendeter Abrüstung Deutschlands zur Abrüstung verpflichtet waren, dieses nicht getan haben. Der zweite Punkt war, dass man auch feststellte, einen Mangel an jeder Bereitwilligkeit auf berechtigte deutsche Revisionsanträge in irgendeiner Form einzugehen. Drittens, dass mehrfache Verstöße gegen Versailles und gegen die Völkerbundssatzung von anderen Staaten, Polen, Litauen und so weiter, vorgekommen waren, die vom Völkerbund zunächst gerügt wurden, aber schließlich nicht abgestellt, sondern als fait accompli hingenommen wurden. Viertens, dass alle Beschwerden Deutschlands in den Minderheitsfragen zwar diskutiert, wohlmeinende Ratschläge gegeben wurden an die Staaten, gegen die die Beschwerden vorgebracht waren, aber de facto nicht das Geringste zu ihrer Abhilfe geschehen ist. Das waren die Gründe aus dem Völkerbund und auch der Abrüstungskonferenz auszutreten. Weshalb entschloss sich Hitler zur Aufrüstung und zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht? Als Deutschland ausgetreten war aus dem Völkerbund und der Abrüstungskonferenz, hat es aber gleichzeitig seinen klaren Entschluss den interessierten Hauptmächten bekannt gegeben, auf eine allgemeine Abrüstung zu kommen. Und der Führer machte nun verschiedene Vorschläge, die im Einzelnen als historisch bekannt vorausgesetzt werden können. Beschränkung auf so und so viel Mann der aktiven Wehrmacht, Beschränkung auf gewisse Waffen, Abschaffung von bestimmten Waffen, zum Beispiel auch Bombenflugzeugen und mehreres dergleichen. Jeder dieser Vorschläge wurde aber abgelehnt und kam nicht zu einer allgemeinen Ausführung, nicht einmal zur Diskussion. Als nun die klare Erkenntnis beim Führer und bei uns feststand, dass die andere Seite nicht daran denkt, abzurüsten, sondern im Gegenteil, besonders die gewaltige Macht im Osten von uns, Russland,
eine nie dagewesene Aufrüstung durchführte, war es notwendig, zur Sicherstellung unserer vitalsten Interessen des deutschen Volkes, seines Lebens und seiner Sicherheit, ebenfalls nun unsererseits frei zu kommen von den Bindungen und in dem Maße aufzurüsten, wie es nunmehr ausschließlich die eigenen Interessen und die eigene Sicherheit des Reiches erforderte. Damit war als erste Voraussetzung die Notwendigkeit gegeben, die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen. In welchem Umfang war die Luftwaffe an dieser Aufrüstung beteiligt? Als ich im Jahre 33 das Luftfahrtministerium gründete, wurde noch nicht an eine Aufrüstung herangetreten. Trotzdem schaffte ich gewisse Voraussetzungen. Ich ging sofort an die Verbreiterung der fabrikatorischen Basis, erweiterte den Luftverkehr über das verkehrsnotwendige Maß hinaus, um eine größere Anzahl an Fliegern ausbilden zu können. Ich übernahm damals eine Reihe von jungen Leuten, fähnrichen Leutnants, die bei der Wehrmacht daraufhin ihren Abschied nehmen mussten, um zunächst in die Verkehrsfliegerei einzutreten, aber dort das Fliegen zu lernen. Es war mir von Anfang an klar, dass einer der allerwichtigsten Voraussetzungen für die Sicherheit meines Volkes der Schutz auch im vertikalen Raum, das heißt in der Luft, notwendig sei. Ich hatte zunächst geglaubt, mit einer Abwehrluftwaffe, das heißt mit einer Jägerwaffe, vielleicht auszukommen. Bei Überlegung aber erkannte ich und möchte unterstreichen, was der Zeuge Feldmarschall Kesselring ausgesagt hatte, dass allein mit einer Jagdwaffe zur Abwehr man verloren ist, sondern dass auch zu einer defensiven Luftwaffe Bombenflugzeuge gehören, um sie offensiv gegen die feindliche Luftwaffe auf dem Boden bereits einsetzen zu können. Schließt daher auch aus den Verkehrsflugzeugen heraus Bombertypen entwickeln. Am Anfang ging die Aufrüstung langsam vor sich. Es musste alles von Grund auf neu geschaffen werden, da in der Luft an Rüstung nichts vorhanden war. Im Jahr 35 erklärte ich dem Führer, dass ich es nunmehr für richtig halten würde, nachdem uns immer wieder Absagen auf unsere Vorschläge gegeben waren, der Welt offen zu erklären, dass wir eine Luftwaffe schaffen und dass ich hierfür eine gewisse Voraussetzung bereits geschaffen hätte. Es geschah dies in Art eines Interviews, das ich einem englischen Korrespondenten gegeben habe. Numero konnte ich auch in größerem aufrüsten. Trotzdem blieb es zunächst, wie wir es nannten, eine Risikoluftwaffe. Das heißt, insofern Risiko, als ein Gegner, der Deutschland angreifen würde, wissen sollte, dass er immerhin schon auf eine Luftwaffe treffen würde.
aber doch keineswegs stark genug, um irgendwie ihrerseits in Schwergewicht zu fallen. Kommt nun dies bekannte Protokoll, das dem Zeugen Bodenschatz vorgelegt wurde, wo ich sage, wir müssen von Stunde an mobilmachungsmäßig arbeiten, Geld spielt keine Rolle, also kurz gesagt, ich übernehme die Verantwortung für das Überziehen des Etats. Dann, vorher nichts da war, konnte ich nur rasch einigermaßen aufholen, wenn ich die Luftwaffenindustrie einerseits mit höchsten Schichten und Touren, also mobilmachungsmäßig mit höchster Anspannung laufen ließ, andererseits Ausbildung, Ausbau, Bodenorganisation und all diese Dinge desgleichen mit höchstem Nachdruck durchführte. Die Lage 36 kennzeichnete ich in dem Protokoll meinen Mitarbeitern als ernst. Die anderen Staaten, soweit sie ihre, hatten zwar nicht abgerüstet, aber da und dort vielleicht ihre Luftwaffe vernachlässigt, holten diese Vernachlässigung auf und fanden heftige Debatten über die Modernisierung, den Aus- und Aufbau der Luftwaffe in England statt. In Russland wurde fieberhaft daran gearbeitet. Darüber hatten wir einwandfreie Berichte. Ich komme im Falle Russland noch zur russischen Aufrüstung. Als Spanien der Bürgerkrieg ausgebrochen war, sandte Franco einen Hilferuf an Deutschland um Unterstützung, besonders in der Luft. Man darf nicht vergessen, Franco stand mit seinen eigentlichen Truppen in Afrika, konnte nicht rüberkommen, da die Flotte in Händen der Kommunisten war. Oder wie sie sich damals nannte, der zuständigen Revolutionsregierung in Spanien. Das Entscheidende war, dass zunächst seine Truppen nach Spanien kamen. Der Führer überlegte sich, drängte lebhaft, die Unterstützung unter allen Umständen zu geben. Einmal, um der Ausweitung des Kommunismus an dieser Stelle entgegenzutreten. Zum Zweiten aber, um eine junge Luftwaffe bei dieser Gelegenheit in diesem und jenem technischen Punkt zu erproben. Ich sandte ihm mit Genehmigung des Führers einen großen Teil meiner Transportflotte und sandte eine Reihe von Erprobungskommandos meiner Jäger, Bomber, Flakgeschütze hinunter und hatte auf diese Weise Gelegenheit zu erproben, im scharfen Schuss, ob das Material zweckentsprechend entwickelt wurde. Damit auch das Personal eine gewisse Erfahrung bekam, sorgte ich für einen starken Umlauf. Das heißt, immer wieder, wenn neue hin und die anderen zurück. Die Aufrüstung der Luftwaffe erforderte aber als Voraussetzung die Schaffung einer ganzen Reihe neuer Industrien. Es nützte mir nicht, eine starke Luftwaffe aufzubauen und kein Benzin dafür zu haben. Ich musste also auch hier die Hydrierwerke aufs Schärfste forcieren. Es gab auch andere Zusatzindustrien. Vor allem Aluminium. Und da ich nun für die Sicherheit des Reiches, die Luftwaffe,
bei der weiteren Modernisierung der Technik und des Krieges überhaupt, der Kriegsmittel, als wichtigsten Wehrmachtbestandteil ansah, musste ich pflichtgemäß als Oberbefehlshaber alles tun, um sie aufs Höchste zu entwickeln. Und da nichts da war, musste hier aufs Höchste und mit höchstem Nachdruck gearbeitet werden. Das habe ich getan. Es ist hier viel im Kreuzverhör über 4-Motorje-Bomber, 2-Motorje-Bomber und so weiter gesprochen worden. Zeugen gaben Auskunft, so gut sie es wussten und konnten. Sie überblickten aber nur Teilgebiete und äußerten ihre Ansichten von ihrem Standpunkt. Allein verantwortlich war ich und bin ich, denn ich war Oberbefehlshaber und war der Minister. Verantwortlich für die Rüstung, technisch verantwortlich für die Ausbildung, verantwortlich für den Geist der Luftwaffe. Wenn ich keine 4-Motorien-Bomber zu Anfang oder in jenem Stadium geschaffen habe, dann nicht deshalb, weil ich Bedenken gehabt haben würde, diese könnten mir eventuell als eine Angriffsluftwaffe ausgelegt werden. Das hätte mich keinen Augenblick gestört. Ausschließlich deshalb, weil technische und fabrikatorische Voraussetzungen hier nicht gegeben waren. Es war eben von meiner Industrie dieser Bomber noch nicht entwickelt. Jedenfalls nicht so, wie ich ihn hätte brauchen können. Zweitens war ich noch knapp mit dem Aluminium. Und jeder halbwegs Fachmann weiß, wie viel Aluminium ein 4-Motoriger schluckt und wie viel Jäger bzw. schnelle 2-Motorje-Bomber ich dafür bauen kann. Ich musste mir zunächst einmal ansehen, wer kommt als Gegner, Kriegsgegner für Deutschland zunächst in Frage. Und reichen die technischen Voraussetzungen für Begegnung eines solchen Angriffes, der auf Deutschland kommen würde, aus? Als Gegner kam in Frage Russland, den ich als Hauptgegner ansah. Es kam aber auch in Frage England, Frankreich, auch Italien. Ich musste ja mit allen pflichtgemäß rechnen. Für den europäischen Kriegsschauplatz genügten mir zunächst Bomber, die die wichtigen Zentren der Rüstungsindustrie und eines feindlichen Luftaufmarsches erreichen konnten. Ich brauchte also zunächst keine, die darüber hinausgingen. Es war wichtiger, mehr zu besitzen, die diese Möglichkeit hatten. Aber ich habe ja in der Ansprache an die Luftzeugindustrie keinen Zweifel darüber gelassen, dass ich sehnlichst und dringend einen Bomber wünschte, der auch mit der notwendigen Bombenlast nach Amerika fliegen könnte und wieder zurück. Ich habe sie aufgefordert, eifrigst daran zu arbeiten, für den Fall, dass hier Amerika in einen Krieg gegen Deutschland eintreten würde, ich ebenfalls die amerikanische Rüstungsindustrie belangen könnte. Es war also nicht an dem, dass ich sie nicht wollte. Ich habe sogar, wie ich mich erinnere, ein größeres Preisausschreiben für Bomber gemacht, die in großen Höhen und damit mit großen Geschwindigkeiten große Strecken überwinden konnten. Bereits vor Kriegsbeginn haben wir ja schon das propellerlose Flugzeug zu entwickeln begonnen. Alles in allem möchte ich abschließend sagen: Ich habe alles getan,
was unter den damaligen technischen und fabrikatorischen Voraussetzungen an Höchstmaß für den Aufbau und die Aufrüstung einer starken Luftwaffe getan werden konnte. Und bei den damals technischen Erkenntnissen, dass nach 5 Jahren Krieg andere technische Erkenntnisse und taktische Erkenntnisse auftreten können, ist ein Erfahrungsgrundsatz. Ich wollte bereit sein, eine Luftwaffe zu besitzen, die wie auch die politische Lage sich entwickeln sollte, stark genug wäre, das Vaterland zu schützen und stark genug, dem Feind des Vaterlands Schläge beizubringen. Es ist durchaus richtig, wenn der Herr Oberrichter Jackson gefragt hat, ob die schnelle Erledigung Polens und Frankreichs darauf zurückzuführen ist, dass die deutsche Luftwaffe hier nach modernen Grundsätzen so ausgiebig mitwirkte. Es war dies die entscheidende und die tatsächliche Voraussetzung hierfür. Wie andererseits, was mich nichts angeht, das Einsatz der amerikanischen Luftwaffe auch die Voraussetzung für den Sieg der Alliierten war. Hängt mit diesem Aufbau zusammen, dass Ihnen die Kontrolle über die Rohmaterialien bereits im April 1936 übertragen wurde. Ich brauche nicht wiederholen, was der Zeuge Körner gestern ausgeführt hat oder vorgestern über die allmähliche Entstehung und Einschaltung meiner Person in die Wirtschaftsführung. Es ging, der Ausgangspunkt war die landwirtschaftliche Krise 35. Im Frühsommer 36 kamen der damalige Kriegsminister von Blomberg, der damalige Wirtschaftsminister, Reichsbankpräsident Dr. Schacht und Minister Kerl zu mir, ob ich bereit wäre, ihrem Vorschlag, den sie dem Führer unterbreiten wollten, beizutreten, dass ich als Rohstoff- und Devisenkommissar eingesetzt würde. Es bestand Einigkeit, dass ich hier nicht als wirtschaftlicher Fachmann auftrat, das war ich nicht, sondern dass es darum ging, die Schwierigkeit bei der Knappheit der Devisen, die sich im Ausgleich dauernd durch die Anforderungen befinden mussten, und gleichzeitig die scharfe Heranschaffung und Aufbau von Rohstoffen, dass hierzu jemand notwendig war, der Maßnahmen, die vielleicht ohne weiteres nicht verstanden wurden, vom Volke durch seine Autorität einmal gedeckt würden und zweitens, dass ich auch auf diesem Gebiet nicht als Fachmann, wohl aber als Treiber, als meine Energie einsetzen sollte. Minister Schacht, der Fachminister war, hatte Schwierigkeiten mit der Partei. Er war nicht Parteimitglied. Er war zwar beim Führer und bei mir damals in hohem Ansehen, aber weniger bei der Parteigenossenschaft. Und es bestand die Gefahr, dass die Maßnahmen, die richtig waren, von dort nicht verstanden wurde. Und hier wäre ich nun der richtige Mann, dem Volk und der Partei gegenüber die Dinge abzudecken. So kam es dazu. Aber da ich als Luftfahrtminister sehr, wie ich vorhin ausführte, interessiert war an Rohstoffen, schaltete ich mich stärker und stärker selbst ein. Es kamen auch die Differenzen zwischen Landwirtschaft und Wirtschaft über die Wiesen stärker zum Ausdruck, sodass ich selbst Entscheidungen fällen musste und in verschärften Maßnahmen sie fällte. Und dadurch
kam ich in die ganze Wirtschaftsführung hinein und widmete sehr viel meiner Aufgabe und Zeit und Arbeit der Beschaffung, vor allem Dingen der notwendigen Rohstoffe für die Sicherung der Wirtschaft und für die Sicherung der Aufrüstung. Daraus entstand dann der Vierjahresplan, der mir plenipotentiäre Vollmacht gab. Mit welchem Ziel? Der Vierjahresplan? Wie bitte? Welches Ziel hatte der Vierjahresplan? Der Vierjahresplan hatte zwei Ziele. Erstens, die deutsche Wirtschaft, soweit irgend möglich, besonders auf dem landwirtschaftlichen Sektor, krisenfest zu machen. Zweitens, für den Fall eines Krieges, Deutschland blockadefest, soweit wie irgend möglich, zu machen. Es war also notwendig, einmal die Landwirtschaft auf das Äußerste und die äußerste Kraft zu steigern, richtig zu erfassen, zu lenken, den Verbrauch zu steuern und hier Vorräte durch Verhandlungen mit dem Ausland und so weiter einzulagern. Zweitens, zu überprüfen, welche Rohstoffe, die bisher eingeführt wurden, in Deutschland selbst gefunden, erzeugt, geschaffen werden konnten, welche Rohstoffe, deren Einführung Schwierigkeiten machten, durch andere, die leichter zu beschaffen waren, ersetzt werden konnten. In Kürze, auf dem landwirtschaftlichen Sektor Ausbau jeder verfügbaren Fläche, Regulierung des Anbaus nach Notwendigkeit der Früchte, Steuerung der Viehwirtschaft, Sammlung von Reserven für Notzeiten und schlechte Ernten auf dem gewerblichen Sektor, Schaffung von Industrien, die Grundstoffe lieferten. Erstens, Kohle war an sich genügend da, die Förderung musste aber ganz erheblich und ganz bedeutend gesteigert werden. Kohle, Urrohstoff, von dem die anderen Dinge ausgingen. Eisen. Unsere Hüttenindustrie hatte sich derartig vom Ausland abhängig gemacht, dass im Falle einer Krise hier die verhängnisvollsten Lagen eintreten konnten. Ich verstehe, dass es vom rein finanziellen und geschäftlichen Standpunkt richtig war. Wir mussten aber trotzdem daran gehen, die deutschen Ärzte, die da waren, allerdings in viel schlechterem Gehalt wie die Schwedenärzte, zu fördern und bereitzustellen, die Industrie zu zwingen, zunächst zu mischen und sich auch mit diesen deutschen Ärzten abzufinden. Ich ließ ihr leichtfertigerweise ein Jahr Zeit, da sie dann immer noch nicht an die Erschließung ging, gründete ich die Reichswerke, die dann meinen Namen bekamen, eine Reichsgesellschaft, zunächst zur Erfassung der im deutschen Boden ruhenden Eisenerze und der Erstellung des größten Hüttenwerks, Walzwerkes und Stahlwerkes. Die Gründung der Hydrierwerke, Aluminiumwerke und verschiedener anderen. Und dann die Entwicklung der sogenannten Kunststoffindustrie, um notwendige, schwer zu erhaltende Rohstoffe, die nur aus dem Ausland bezogen werden konnten, auszugleichen. Dazu gehört auch auf dem Textilgebiet die Umstellung der Faserindustrie.
Das war im Großen und Ganzen die Aufgabe des Vierjahresplans. Natürlich war darin eine dritte Frage von Bedeutung, die Arbeiterfrage. Der Ausgleich musste auch hier geschaffen werden. Die wichtigen Industrien mussten Arbeiter enthalten, unwichtige Industrien mussten sie abgeben. Die Steuerung dieses Arbeitseinsatzes, der sich vor dem Krieg ja rein intern in Deutschland auswirkte, war ebenfalls Aufgabe des Vierjahresplans und der Abteilung Arbeitseinsatz. Der Vierjahresplan selbst war sehr rasch, hatte sehr rasch einen zu großen Umfang als Behörde angenommen. Ich übernahm dann für 2 Monate nach Weggang von Herrn Schacht das Wirtschaftsministerium, baute den Vierjahresplan dort ein und behielt dann nur einen ganz kleinen Mitarbeiterstab und führte die Aufgaben mit Hilfe der vorhandenen und zuständigen Ministerien durch. Lag der Durchführung dieser Pläne das Ziel zugrunde, einen Angriffskrieg vorzubereiten? Nein. Das Ziel der Pläne war, wie ich sagte, Deutschland krisenfest in der Wirtschaft und blockadefest für den Fall eines Krieges zu machen und selbstverständlich im Vierjahresplan die Voraussetzung für die Aufrüstung mit durchzuziehen. Das war ja auch eine seiner wichtigen Aufgaben. Wie kam es zu der Besetzung des Rheinlandes? Die Besetzung des Rheinlandes ist nicht, wie hier behauptet wurde, von langer Hand vorbereitet gewesen. Sondern das, was vorher besprochen war, handelte sich nicht um Besetzung des Rheinlandes, sondern für den Fall, dass Deutschland angegriffen würde, über Mobilmachungsmaßnahmen im Rheinland. Zur Besetzung des Rheinlandes kam es aus 2 Gründen. Die Balance, die durch den Locarno-Pakt geschaffen worden war, war in Westeuropa gestört worden. Dadurch, dass ein neuer Faktor im Beistandssystem Frankreich auftrat, nämlich Russland, mit einer damals schon außerordentlichen Präsenzstärke seiner Wehrmacht. Weiter kam das russisch-tschechoslowakische Bündnis oder Beistandspakt. Damit war die Voraussetzung nach unserer Auffassung für Locarno weggefallen. Es war nun eine solche Bedrohung für Deutschland eingetreten oder die Möglichkeit einer solchen Bedrohung, dass es eher von Pflicht vergessen von der Regierung gewesen wäre, würde sie nicht alles getan haben, um auch hier die Sicherheit des Reiches zu gewährleisten. Sie nahm deshalb von ihrem souveränen Recht als souveräner Staat und souveränes Reich, machte sie Gebrauch und befreite sich auch von der entwürdigenden Verpflichtung, einen Teil des Reiches nicht unter seinen Schutz zu stellen, sondern nahm auch diesen wichtigen Teil des Reiches nunmehr unter seinen Schutz, und zwar durch die Anlage einer starken Befestigung. Nun ist ja die Anlage einer solch starken Befestigung und einer solch teuren Befestigung und solch einer umfangreichen Befestigung nur dann gerechtfertigt, wenn man diese Grenze als eine definitive und endgültige ansieht. Wenn ich beabsichtige, meine Grenze in absehbarer Zeit hinauszuschieben, dann kann es niemals
möglich sein, ein solch kostspieliges und das ganze Volk so belastendes Unternehmen wie den Bau des Westwalles festzulegen. Es geschah dies, das möchte ich hier ganz besonders betonen, von Anfang an in einer absoluten defensiven Richtung und war eine defensive Maßnahme. Sicherte die Westgrenze des Reiches vor einer Bedrohung, die durch das neue eingetretene Zusammenspiel oder durch die neu eingetretene Kräfteverschiebung Beistandspakt Frankreich-Russland bedrohlich für Deutschland geworden war. Die tatsächliche Besetzung, nun der Entschluss hierzu, das Rheinland zu besetzen, wurde sehr kurzfristig gefasst. Die Truppen, die in das Rheinland einmarschierten, waren so geringfügig, wie steht historisch ja fest, dass sie eigentlich nur eine programmatische Besetzung darstellten. Die Luftwaffe selbst konnte überhaupt nicht zunächst in das linke Rheingebiet, weil keine entsprechende Bodenorganisation da war. Sie ging in die sogenannte entmilitarisierte rechtsrheinische Zone, Düsseldorf und andere Städte. Es war also nicht so, als ob nun plötzlich das Rheinland mit einer großen Welle von Truppen besetzt wurde, sondern es war, wie gesagt, einige Bataillone, wenige Batterien, die zunächst einmarschierten, um damit programmatisch zu erklären, das Rheinland ist nun auch in dieser Beziehung wieder unter die volle Souveränität des souveränen Reiches getreten und wird in Zukunft ebenso geschützt werden. Welche Ziele verfolgte Hitler mit der Schaffung des Reichsverteidigungsrates und dem Erlass des Reichsverteidigungsgesetzes? Der Reichsverteidigungsrat hat hier in den letzten Monaten eine große Rolle gespielt. Ich bitte nicht missverstanden zu werden. Ich glaube, dass in diesen Monaten mehr von ihm gesprochen wurde, als er seit Bestehen jemals hat sprechen können. Zunächst heißt es Reichsverteidigungsrat und nicht Reichsangriffsrat. Der Reichsverteidigungsrat ist eine solche Selbstverständlichkeit. Er ist in jedem anderen Land vorhanden, in irgendeiner Form. Mag nun der Name so sein oder nicht. Zunächst bestand ein Reichsverteidigungsausschuss schon vor unserer Machtergreifung. Und in diesem Reichsverteidigungsausschuss waren Referenten aller Ministerien, um die Mobilmachungsvorbereitungen oder Mobilmachungsmaßnahmen, die sich automatisch bei irgendeiner Verwicklung, sei es, dass man in Krieg kommt oder dass die Möglichkeit besteht oder dass andere Staaten an der Grenze Krieg führen und man auf seine Neutralität aufpassen muss, es sind dies die normal laufenden Maßnahmen, Feststellung, wie viele Pferde ausgehoben werden müssen bei Mobilmachung, welche Fabriken umgestellt werden müssen, ob die Brotkarte einzuführen ist, die Fettkarte einzuführen ist, welche Abrollen des Verkehrs und all diese Dinge, ich brauche nicht näher darauf eingehen, weil sie eine solche Selbstverständlichkeit sind. Diese Besprechungen fanden im Reichsverteidigungsausschuss, Referentenbesprechung, geleitet von dem damaligen Chef des Ministeramtes im Reichskriegsministerium Kaiserstadt. Der Reichsverteidigungsrat
wurde nun zunächst vorsorglich. Als die Wehrmacht wieder eingeführt wurde, bestimmt, blieb aber auf dem Papier. Ich selbst bin, glaube ich, stellvertretender Vorsitzender oder Vorsitzender, ich weiß es nicht, hab's hier gehört. Ich versichere unter meinem Eid, dass ich niemals und zu keinem Zeitpunkt an einer einzigen Sitzung teilgenommen habe, wo der Reichsverteidigungsrat als solcher einberufen wurde. Diese Besprechungen, die notwendig für die Reichsverteidigung waren, wurden in ganz anderem Zusammenhang, in anderer Form, je nach Notwendigkeit geführt. Selbstverständlich wurden Besprechungen über die Verteidigung des Reiches geführt. Aber in Form des Reichsverteidigungsrates, er war da, er bestand, glaube ich, auf dem Papier, trat es nicht zusammen. Aber selbst wenn, so wäre das ja nur sinngemäß gewesen. Es wird ja hier von Verteidigung gesprochen und nicht von Angriff. Das Reichsverteidigungsgesetz, das heißt, besser gesagt, der Ministerrat für die Reichsverteidigung, das meinen Sie wohl, der wurde erst einen Tag vor Kriegsausbruch etabliert, weil der Reichsverteidigungsrat eben nicht da war, praktisch. Nun, war dieser Ministerrat für die Reichsverteidigung ist nicht gleichzusetzen, etwa ein Beispiel zu nehmen, dem sogenannten Kriegskabinett, wie es in England gebildet wurde, nach Ausbruch des Krieges und vielleicht auch in anderen Staaten, sondern dieser Ministerrat sollte in einem abgekürzten Verfahren nun die notwendigen Kriegserlasse, Kriegsgesetze für den täglichen Ablauf im Volke, in der Bevölkerung schaffen, unter weitgehendster Entlastung des Führers, der sich die Operationen, die Führung der militärischen Operationen ja selbst vorbehalten hatte. Der Ministerrat hat deshalb zunächst auch die Gesetze alle erlassen, die ebenfalls, ich nicht erwähnen möchte, normal sind für jeden Kriegsbeginn in jedem Land. Er hat in der ersten Zeit 3-4 Mal noch getagt, dann nicht mehr. Ich habe dann ebenfalls nicht mehr die Zeit gehabt und zur Abkürzung des Verfahrens wurden die Gesetze entweder im Umlauf durchgebracht und erlassen und schon ein Jahr darauf oder anderthalb Jahre darauf, ich weiß es nicht mehr genau, hat der Führer die Gesetzgebung in direkten Gesetzerlassverfahren wieder stärker an sich gezogen. Ich habe dann viele Gesetze mitgezeichnet in meiner Eigenschaft als Vorsitzender dieses Ministerrates, aber das fiel dann in den letzten Jahren auch fast gänzlich fort. Getagt hat dieser Ministerrat nach 40, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Die Anklagebehörde hat ein Dokument vorgelegt, PS 2261. In diesem Dokument ist ein Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 erwähnt, das auf Anordnung des sich erwähnt, das auf Anordnung des Führers zunächst ausgesetzt worden ist. Ich lasse Ihnen diese Urkunde einem vorlegen und bitte dazu Stellung zu nehmen. Kenne ich.
Wollen Sie sich bitte dazu äußern? Nachdem der Reichsverteidigungsrat vorher bestand, war für den Fall einer Mobilmachung, im Fall der Mobilmachung, ein Reichsverteidigungsgesetz im Jahr 35 vorgesehen worden. Die Zustimmung, also oder der Beschluss besser gesagt, war im Reichskabinett gefasst und dieses Gesetz galt dann für den Fall einer Mobilmachung, sollte es in Kraft treten. Tatsächlich ist es aber abgelöst worden, als die Mobilmachung eintrat, durch das eben erwähnte Gesetz über den Ministerrat für die Reichsverteidigung. In diesem Gesetz wurden nun, das ja vor dem Vierjahresplan lag, nämlich 35, ein Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft geschaffen, für den Mobilmachungsfall zunächst, und ein Generalbevollmächtigter für die Verwaltung. Das heißt also, wenn es zum Kriege kommt, sollte die Ressorts der gesamten Verwaltung durch einen Minister zusammengefasst werden und die ganzen Ressorts, die mit Wirtschaft und Rüstung zu tun hatten, ebenfalls durch einen Minister. Der eine, der Generalbevollmächtigte für die Verwaltung, trat mehr oder weniger vor der Mobilmachung, überhaupt nicht in Erscheinung. Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft hingegen sollte, ohne dass dieser Titel in die Öffentlichkeit kam, schon mit seinen Aufgaben sofort beginnen. Das war auch notwendig. Daraus vielleicht erklärt sich am klarsten, dass es bei Schaffung des Vierjahresplanes zu zwangsläufigen Reibungen zwischen dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und dem Beauftragten für den Vierjahresplan kommen musste, weil beide mehr oder weniger ähnliche oder selbe Aufgaben hatten. Als deshalb 36 ich beauftragt wurde für den Vierjahresplan, hörte praktisch die Tätigkeit des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft auf. Präsident, soll ich jetzt aufhören? Mit den Fragen?